Herzlich willkommen in unserer Kirche St. Theresia Erlangen. Heute werfen wir einen Blick auf das Glaskreuz über dem Altar. Es stammt von der Künstlerin Bernadette Hörder und wurde 2012 bei der Renovierung der Kirche eingebaut. Von jeder Position in der Kirche aus wirken die beiden weißen Glasplatten anders. Seit 2017 gibt es ein Lichtkonzept, mit dem das Glaskreuz während der Gottesdienste beleuchtet werden kann. Dabei wird das Licht der liturgischen Farbe angepasst. In der Fastenzeit ist das lila. Den Eindruck des großen, aber unscheinbaren Kreuzes fasste Pfarrer Zettelmeier 2013 so zusammen: Gott ist da, aber man kann ihn leicht übersehen. Er kann von jedem erahnt werden, aber er drängt sich nicht auf. Ein Stück weit zeigt das unser Glaskreuz hier vorne am Altar. Sie erkennen beim Hereinkommen nicht beim ersten und vielleicht auch noch nicht beim zweiten und beim dritten Hinsehen, das und was da hängt. Sie haben vielleicht eher das vage Gefühl, da ist doch etwas. Gott drängt sich nicht auf, aber er ist da. Er will in Geduld gesucht und angefragt werden. Und er, der immer Gleiche, erscheint jedem Menschen anders. Papst Benedikt XVI. Hat das einige Male gesagt. Jedem Menschen erscheint Gott anders. Wieder ein bisschen so wie unser Glaskreuz. Vom Haupt- wie vom Seiteneingang her bietet es ein verschiedenes Bild, lässt es verschiedene Deutungen zu. Ist es in seiner rudimentären Einfachheit komplex deutbar, wie Gott, und bleibt doch das Gleiche, beweglich und doch stabil, uns nahe und doch nicht zu begreifen, nicht zu handhaben, einfach da und doch leicht zu übersehen, trotzdem da, für uns da, zuverlässig da. So ist unser Gott.